So good, baby, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich, nachdem ich bereits mit Kolja, Danger Dan und der Antilopen Gang im Dreierkollektiv gesprochen habe, mit Panik Panzer unterhalten. Wir haben gesprochen über den Label-Sampler Antilopen Geldwäsche. Natürlich haben wir auch über die Gründung des Labels, was genauso heißt, gesprochen. Außerdem geht es um einen alten Schuko-Beat von 2004, um das Texteschreiben, warum Panikpanzer das nicht ganz so gerne macht, warum er gerne viel mehr produzieren wollen würde. Wir sprechen außerdem auch über Deutschrap-Sampler, die es im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte gegeben hat. Es geht auch ein bisschen um Mixtapes und dergleichen. Außerdem sprechen wir über die Radiosendung der Antilopengang, Feindsender Fiasko. Und zum Abschluss gibt es außerdem auch noch einen kleinen musikalischen Jahresrückblick. Wenn ihr Lust habt, All Good oder die redaktionelle Arbeit zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Zum Warmwerden sollen wir direkt anfangen. Wie ist dein Befinden? Boah, ey, ich habe kein Befinden. So wie dir, wie es dir lieb ist. Also, läuft die Aufnahme schon bei dir? Ja, die Aufnahme läuft schon. Ich bin quasi echt aus dem Bett gerade hier an den Schreibtisch. Ich habe heute noch nicht viel gesprochen. Du bist der Erste. Ich nämlich auch nicht. Lass uns einfach anfangen jetzt. Wir gehen jetzt einfach direkt rein. Ich wollte dich auch als Frühaufsteher dann noch anmoderieren hier, aber weil du bist ja derjenige, der die Uhrzeit vorgeschlagen hat. Und dann dachte ich so, das ist sportlich, aber wirklich? Gut. Ich habe die Uhrzeit vorgeschlagen? Ich dachte, du hättest die vorgeschlagen. Aber die ist auch echt in Ordnung für mich, weil ich tatsächlich eigentlich jetzt auch so langsam den Tag beginnen würde. Ja. Aber ich fühle mich trotzdem zerknautscht. Ja, ich mich auch. Und du bist auch der Erste, mit dem ich heute spreche. Also ich saß schon ein bisschen am Schreibtisch, aber das ist dann oft ja nur zwischen mir und dem Bildschirm, was da passiert. Aber ist doch gut. Dann starten wir jetzt gemeinsam in diesen Tag hier, wie zwei Morgen-Motivationscoaches oder so. Ja, das freut mich. Finde ich gut. Sehr schön. Wie geht's dir? Erzähl mal. Du hast gerade gesagt, du hast kein Befinden. Da fängst du ja direkt mit der schwierigsten aller Fragen an. Na klar, zumindest wenn man sie gewissenhaft beantworten mag. Naja, genau, der normale Mensch würde jetzt sagen, gut, und dann wäre die Frage beantwortet. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz schön erschöpft, muss ich sagen. Das war ein sehr, sehr anstrengendes Jahr, was die Antilopengang und die Firma Antilopengeldwäsche sich da irgendwie selbst eingebrockt hat. Und da war ich natürlich immer an vorderster Front, an allen Ecken und Enden vorne weg. Und immer gesagt, wo ist Arbeit? Hier bin ich. Und das macht sich jetzt bemerkbar. Ich merke so jetzt so gegen Ende des Jahres und jetzt so etwa, was haben wir denn? Keine Ahnung, anderthalb Wochen vor Release des Samplers. Alles in mir schreit nach Pause. Ja, vor allen Dingen wollte ich gerade sagen, bei den meisten Leuten hört ja diese oder nächste Woche wahrscheinlich erstmal so der richtige Stress auf, aber ihr habt euch da diesen Sampler sozusagen noch ans allerletzte Ende gesetzt sozusagen. Ich habe da mit Kolja auch schon drüber gesprochen, der hat auch gesagt, dass das ja tatsächlich eigentlich entgegen jeglicher Release-Logik eigentlich auch so terminiert ist, ne? Ja, das ist, war jetzt, also sagen wir mal, unsere Partner, die man dann so um sich drumrum hat, die haben jetzt nicht vor Freude in die Hände geklatscht bei dem Release-Date, weil nichts ist mehr besetzt am 24.12. Also da sitzt kein Vertrieb mehr, da sitzt bei YouTube niemand mehr oder also irgendwo, wo was schief gehen könnte, sitzt einfach niemand. Da sind nur noch Maschinen tätig. Und dann wird es relativ schwer, falls irgendwas nicht klappt, am 24.12. da noch einzugreifen. Die Promo-Gewerke natürlich, die finden das natürlich auch gar nicht so richtig cool, weil die Redaktionen sind nicht mehr besetzt, die dann berichten können, hier gibt's ein neues Album. Aber das war uns egal, wir wollten das so machen. Okay, bevor wir da noch mal ein bisschen konkreter drüber sprechen, lass uns noch mal ein Stück zurück. Wie kam das denn jetzt überhaupt zu dieser Labelgründung?
Also auf dem Papier gibt es dieses Label tatsächlich schon was länger, muss man sagen. Ich glaube seit 2015. Das haben wir da genutzt, um so ein bisschen so unsere alten Releases von 2009 bis 2013 oder so oder 2012 irgendwie nochmal der Welt zugänglich zu machen. Aber das war wirklich nur ein Papierlabel. Da gab's, da wurde nicht wirklich was gemacht und vor allen Dingen haben wir da nichts gemacht. Und dann lag halt plötzlich Ende letzten Jahres oder bahnte sich dieses Danger Dan-Album an. Ich weiß gar nicht, ob es da schon fertig war. Ich glaube, es ist erst Anfang des Jahres fertig geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das bahnte sich so an, dass das kommt. Und dann haben wir überlegt, wie kann man das rausbringen? Und dann kam halt diese Idee, lass uns doch einfach mal selbst Label sein, auf. Gerade auch, weil irgendwie Zeit da war, so, und weil auch niemand einschätzen konnte, wie erfolgreich kann so eine Danger Dan Klavierplatte sein. Und inklusive uns selbst gab es eigentlich nur Stimmen, die gesagt haben, das kann nicht so erfolgreich sein. Mhm. Und das schien uns die beste Option, dass wir einfach mal so einen kleinen Label, so einen Testlauf machen, wie das so läuft. Wie macht man das eigentlich? Wie bringt man ein Album raus? Und in dem Augenblick haben wir halt Antilopen Geldwäsche zu, also richtig dann der Welt präsentiert. Dann war es nicht mehr nur noch so ein Papierlabel, sondern ein richtiges Label. Und das ist dann erstaunlich gut gelaufen. So. Genau. Und ich sag mal so, ihr habt mit einem eher mäßigen Aufwand, würde ich jetzt mal sagen, auch gerechnet dahingehend. Ja, aber wurde der denn dann durch diesen Erfolg des Albums, also das muss man jetzt nicht nochmal wiederholen, was damit alles passiert ist, so, aber wurde der dann mehr, der Aufwand, der administrative, für dich oder euch? Ab dem Moment, wo wir das mit quasi losgelegt haben, oder meinst du im Vergleich zu dem, was wir uns vorgestellt haben? Also im Vergleich zu dem, was ihr euch vorgestellt habt. Ja, ja. Also, das, ich meine, das ist völlig eskaliert, ne? Also, wir haben ja wirklich gedacht, so, also wir haben, ich kann mich wirklich an dieses Telefonat erinnern. Ich weiß ganz genau, wo ich da langgelaufen bin. Ich bin oben, in Kreuzberg, am Ufer, langgelaufen und wir haben uns so gestritten. Also nicht richtig gestritten, aber haben hitzig diskutiert, in welcher Auflage wir dieses Album rausbringen. Und wir dachten halt so, okay, die Auflage, die wir jetzt festgelegt haben, die ist sehr, sehr sportlich. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir einen Riesenerfolg hingelegt. Und die war halt innerhalb von einer Nacht weg. So, und in dem Moment ist dann halt auch einfach der Aufwand an allen Fronten explodiert, so, weil es war nicht mehr eben so, okay, wie erstelle ich jetzt irgendwie einen Barcode, damit man ein Album rausbringt, und was ist nochmal ein ISRC-Code, habe ich auch noch nicht verstanden und so weiter, sondern plötzlich musste man so alles auf einmal verstehen lernen, weil natürlich auch alle sich dafür interessiert haben, so, und das da bin ich erstmal wochenlang nicht mehr vom Schreibtisch weggekommen. Wen fragt man denn da zum Beispiel, wo man diesen Code, also das würde mich jetzt auch mal interessieren, ganz ernsthaft, wo kriegst du so einen Code her, den du hinten auf so eine Platte machst? Und was ist der Business, der Musikbusiness-Podcast von Jan Wehn. wir haben wirklich super viel Hilfe von JKP noch bekommen, ne? Ja. Also, weil das ist ja jetzt auch nicht irgendwie, wir haben ja nicht denen den Mittelfinger gezeigt, so, ciao, wir machen hier unser eigenes Ding, sondern wir haben super viel Support von denen bekommen. Und da konnte ich jederzeit einfach anrufen und genau solche Fragen stellen. Und abgesehen davon, es gibt den Verband der Verband Unabhängiger Tonträgerunternehmen oder so. Also der Indie-Label-Verband, die haben auf jeden Fall auch so ein bisschen so eine Wissensquelle, wo man ein bisschen reinschauen kann. Mhm. Genau, und aber ich glaube, das Wichtigste für uns war der Support von JKP, und wenn man jetzt so Detailfragen hatte, die man einfach wirklich noch nie gemacht hat, und ansonsten haben wir auch jahrelang einfach zugeschaut, wie die es gemacht haben, und haben uns daran dann teilweise orientiert. Mhm. Ja. Okay, verstehe.
So, und dieses Album war dann wahnsinnig erfolgreich. Ihr habt ja auch nochmal nachgepresst und so weiter und so fort, ne? Dementsprechend die Auflage, ich wollte gerade sagen, mehrfach sogar, die, auf die ihr euch da am Anfang diskutierend geeinigt habt, die war definitiv zu gering. Und dann habt ihr euch entschlossen, ja was denn, diesen Sampler zu machen, ne? Genau, jetzt muss ich selber nachdenken, wie diese Scheißidee überhaupt entstanden ist. Ja, das wäre nämlich auch die nächste Frage. Ich habe ja auch stehen, wie kommt man 2021 auf die Idee, noch einen Sampler zu machen? Ich glaube, diese glorreiche Idee geht auf Koljas Gehirn zurück. Also wir wollten unbedingt irgendwie dieses Jahr noch was rausbringen und aus ganz unromantischen Gründen, denn wir waren guter Dinge, dass wir Anfang 2022 eine Tour spielen können. Da bin ich jetzt nicht mehr so guter Dinge gerade. Jo. Und die unromantischen Gründe waren, wir dachten, es wäre doch ganz gut, gerade in Zeiten, wo Leute so vielleicht nicht jetzt so schnell auf die Idee kommen, sich Konzerttickets zu kaufen, weil das alles sehr unsicher ist, dass irgendwas nochmal im Hause Antilopengang passiert, damit irgendwie auch ein paar Leute denken, ah cool, schaue ich mal, ob die auf Tour sind gerade. Uns war aber klar, wir werden kein Album mehr machen können, was ein richtiges Album ist. Und es lagen aber schon ein paar Tracks rum, also wir haben eigentlich seit Veröffentlichung des letzten Albums, Anfang 21, Abbruch, schon wieder angefangen, Musik zu machen. Und da lag auch sehr skurriles Zeug rum, wo wir schon lange überlegt haben, was macht man denn damit? Kriegt man das irgendwie auf ein Album drauf? Also kriegt man einen Ballermann-Song einfach in ein Album rein oder wie bringt man den raus? Und dann kam irgendwie diese Idee, ey, das ist doch eigentlich perfekt, so in der Tradition von so Hip-Hop-Samplern, einfach so einen Label-Sampler rauszubringen. Glücklicherweise hat unser Label nur uns als gesignte Acts. Das ist ja dann perfekt. Dann ist das wie so ein getarntes Antilopen-Album und man kann einfach all diese sehr gegensätzlichen Sachen, die man überhaupt nicht auf eine Linie kriegen könnte, kann man da draufpacken und es ergibt irgendwie Sinn. Und ich finde, ehrlich gesagt, dieser Plan ist voll aufgegangen, um uns mal selbst zu loben, weil als Album wäre es Kraut und Rüben, so, aber als Sampler ergibt es total Sinn. Und dann hatten wir natürlich auch noch ein bisschen Zeit in dem Moment, wo wir diesen Entschluss gefasst haben und konnten halt sagen, okay, wir machen auch noch ein paar Songs dafür und wir toben uns mal featuremäßig aus, was wir die letzten Jahre so gar nicht getan haben. Und dann war relativ schnell dieser Sampler da. Was auch echt Harakiri war, muss man sagen, weil so die Presswerksituation ist ja also völlig irre. So, also es gibt, wenn du eine Platte rausbringen willst auf Vinyl und jetzt nicht irgendwie ein Major Act oder nicht Major Act, ein Major Label mit mega guten Kontakten bist, dann wartest du bestimmt ein halbes Jahr darauf. So. Ja, also du musst quasi voranmelden, weil es sind einfach nicht genügend Rohstoffe verfügbar, um so viele so viel Granulat, um so viel Platten dann zu pressen. Hat sich tatsächlich, wenn du noch Farbiges willst, wird es noch schwieriger. Ja. Ne? Und die Situation ist noch dramatischer geworden, als dann dieses scheiß Schiff irgendwie im Suezkanal sich schiefgelegt hat, weil das auch nochmal irgendwie die Granulatsituation verschlimmert hat. Krass, okay. Ja. Das heißt, wir hatten auch dann einen relativ straffen Zeitplan, wo wir wussten so, okay, wenn wir das am 24.12. rausbringen wollen, was ja unsere glorreiche Idee war, hurra, wir machen ein Weihnachtsalbum vor der Tour im nächsten Jahr und irgendwie noch, keine Ahnung, überraschend und auch so ein bisschen in so einer alten Antilopengang-Tradition. Wir haben früher schon gerne mal Alben an Feiertagen rausgebracht. Mhm. Dann muss das jetzt irgendwie bis dann und dann fertig werden. Und wir waren mitten in unserem Corona-Festival-Sommer. Wir haben sehr viele Sitzkonzerte und Picknickkonzerte und so gespielt und haben irgendwie es geschafft, zwischen und während dieser Sommertour dieses Ding fertigzustellen, so, was vor allen Dingen also viel Arbeit für mich war, so, wie gesagt, ein paar Songs oder viele gute Songs waren schon da, ein paar Feature-Parts musste man einsammeln, ich musste mich irgendwie mal bequemen, meinen ersten Solo-Song seit 18 Jahren oder so zu schreiben oder was weiß ich, aber irgendwie hat das alles geklappt, so, fühlt sich auch wirklich so an, Gott, ich klinge jetzt hoffentlich nicht wie so ein Werbesprecher, ich meine das ernst, es fühlt sich nicht so an, als hätte man jetzt irgendwas Halbgares dahin gekackt, sondern irgendwie, finde ich, ist das schlüssig und schön geworden.
Ich wollte gerade sagen, schlüssig trifft es, glaube ich, ganz gut. Und das ist aber wiederum was, wo ich so nachgedacht habe jetzt, was man nicht unbedingt von Hip-Hop-Samplern, die in den letzten zwei Dekaden erschienen sind, immer behaupten kann. Ich habe mich generell gefragt, also wann habe ich das letzte Mal eigentlich einen Sampler gehört und wann habe ich auch das erste Mal einen Sampler gehört? Erinnerst du dich an den ersten Hip-Hop- oder Label-Sampler, den du gehört hast? Boah, lass, ja, also es gab ja eine Zeit, da kam voll viel raus dieser Art. Also ich meine, allein, es gab ja diese ganzen Produzentenalben. Ich weiß nicht, ob man die da drunter zählen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Habe ich mich nämlich auch gefragt. Also ich habe jetzt nämlich auch angefangen, dann Sampler, Mixtapes, dann DJ-Alben, ja. Ja. Produzentenalben, das ist ja auch nochmal, würde ich sagen, kann man auch nochmal unterteilen. Ja. Aber ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also wirklich Label-Sampler, boah, ey, wahrscheinlich diese, die Optik-Mixtapes oder so oder sowas, oder gab es schon früher was? Mhm. Also die ersten Sachen, die jetzt mir in den Sinn gekommen sind, waren sowas wie Full House von Plattenpapst, das wäre das typische Produzentenalbum. Dann gab es diese Master Blaster Juice Sampler. Stimmt, ja. Dann gab es sowas ganz Skurriles von der Deutschen Bahn. Das waren die Dynatracks, habe ich hier auch stehen. Genau. keine Ahnung, was das war. Aber was war denn jetzt wirklich der erste Label-Sampler? Also, ich finde so, die klassischsten Label-Sampler sind halt wirklich so die Selfmade-Chroniken und natürlich die Agro-Berlin-Ansagen. Aber da bist du jetzt der Hip-Hop-Experte. Ich weiß nicht, ob vorher schon irgendwie sowas kam wie Optik Takeover oder German, wie hießen denn die German Dream Tapes? Ich weiß auch nicht. Da gab es, glaube ich, nur das einmal dieses German Dream All-Stars. Das war das, da gab es ein Album mal von denen allen zusammen. Mit Farid Urlaub. Ich glaube, bitte? Mit Farid Mit Urlaub. Mit Farid Urlaub, richtig. Ich glaube aber, da war er noch nicht drauf. Der kam erst dann zu diesem Fick Deine Story Mixtape, glaube ich. Ja, aber das ist auch alles so lange her und ich merke, da entstehen immer größere Lücken in meinem Kopf, die ich auch nicht mehr wirklich zu füllen weiß. Ich glaube aber, also mein erster Sampler war, wenn ich mich richtig erinnere, Four Elements, glaube ich, ehrlich gesagt. Natürlich, ja. Ja, meine erste Vinylbestellung im 0711-Shop war das damals. Da habe ich Four Elements bestellt und Kopfnicker auf Vinyl damals auch und ein Kolchose-Schlüsselband. Wow. Das, ja. Ich schulde dem 0711-Shop noch Geld, weil, also den gibt es wahrscheinlich nicht mehr, deswegen können die es nicht mehr eintreiben. Aber ich habe damals das Kolch-Mac bestellt. Ja. Das habe ich auch noch irgendwo. Das waren ja so 4, 5 Ausgaben, auch so im CD-Format, in so Blechboxen irgendwie. Stimmt. Und ich weiß, dass damals, ich habe nie Geld bezahlt, aber es kam auch nie eine Forderung von Geld. Die habe ich einfach irgendwie umsonst zugeschickt bekommen, warum auch immer. Das muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ja, nur 7, Glück, 11. Aber ist bestimmt auch verjährt mittlerweile. Ja. Oder? Ja. Egal, wollt ihr Durchblick, lest das Kolch-Mac. Ja. Das hat doch, hat das nicht, Das war exklusiv Max Interview. Hat das war, genau. Ihr wollt den Durchblick, liest das Kolch, merke, ja klar, habe ich gemacht. So. Genau, aber ich glaube wirklich, also klar, es gab auch Klasse von 95 und so, aber das war jetzt ja weniger so Label-Sampler, sondern das war mehr so eine Compilation. Aber das würde ich sagen, war wirklich so das Erste. Und ja, dann dieses erste Optik-Mixtape, glaube ich auch, also noch vor Optik Takeover auch. Das war dieses, wo auch SD drauf war, Separate war damit drauf. Das war, glaube ich, aber auch, eigentlich war das, glaube ich, als Mixtape gedacht. Das hieß ja auch so, aber irgendwie war es dann doch eher so eine Art Label-Sampler, weil es waren ja auch exklusive Produktionen drauf und nicht nur sozusagen über andere Beats drüber gerappt, die das dann später bei so klassischen Mixtapes auch war. Oder? Macht das Sinn? Ja. Ja. Ja, es ist irgendwie alles sehr, sehr, sehr viel Brei in meinem Gehirn, gerade also wenn ich versuche, das da zusammenzubringen, diese Zeit. Weil da ging auch einfach ultra viel so und ich glaube, da sind solche Sachen auch in einem sehr kurzen Zeitraum irgendwie entstanden, so verschiedene Formate von, was kann man denn neben einem Album oder einer Single noch rausbringen, so. Auf jeden Fall. Die Erst guter Junge Sampler fallen mir da auch noch als gutes Beispiel ein. Die fand ich nämlich wirklich auch immer gut, weil Echo da wieder gut drauf war, nachdem er mal kurzzeitig nicht so gut war. Aber das verschwimmt auch. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, was Vendetta war und was was gab es denn dann noch? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, ich weiß nicht, das war auch wirklich genau dieser Zeitraum irgendwann, das wird ja irgendwann zwischen 2000 und 2005 gewesen sein, wo ich kurz ausgestiegen bin, wo ich kurz so dachte, ich finde hier alles doof gerade
Und einfach, ich habe da eine unheimliche Lücke, die mich bis heute ärgert. Also irgendwie, zum Beispiel, Carlo Koks Nutten habe ich nie gehört. So, und für viele ist das, oder vom Bordstein bis zu Skyline oder diesen ganzen Kram, was da so um Akro Berlin entstanden ist und auch die Akro-Ansagen, die waren für mich nie so wichtig, weil die genau in so einem Zeitraum gekommen sind, wo ich abgeturnt war irgendwie von Rap. Also tatsächlich interessanter fand ich dann schon die Selfmade-Chroniken. So. Da habe ich mich irgendwie mehr näher dran gefühlt. Stimmt, aber die gingen ja auch erst ein paar Jahre nach diesem ersten Agro-Aufbäumen los, glaube ich, stimmt. Oder? Agro kam so 2001, 2002 ging das so los und Selfmade kam dann 2005, glaube ich, zum ersten Mal. Das stimmt, ja. Aber das eigentlich macht man das, also worauf ich eigentlich hinaus will, eigentlich macht man das ja heute gar nicht mehr. Also so wirklich so Label-Sampler, ne? Nee, das ist irgendwie anachronistisch. Aber das mochten wir auch so gerne an der Idee, weil das auch so Panne ist irgendwie. Vor allen Dingen als Label mit, sagen wir mal, 5 Acts, Antilopen Gang, Danger Dan, Kolja, Panik Panzer und Nemesis. Das sind unsere Acts, die wir gesigned haben, ohne Vertrag, aber Handschlag zählt ja auch. Und irgendwie fanden wir die Idee geil. So, ja, voll. Ja, absolut. Ich finde, es hat tatsächlich auch so ein bisschen Mixtape-Charakter, weil es eben so, weil man dann auch damit so spielt mit diesen Konstellationen, dass man sagt, okay, man macht jetzt hier Songs als Crew oder als Gang besser gesagt, dann aber auch einzelne Mitglieder, nur 2 von 3 oder 4. Ja. Dann aber auch holt man noch Fat Tony dazu oder eben zugezogen Maskulin, man lässt Leute Solo-Tracks machen. Also es ist irgendwie so eine Spielwiese, würde ich jetzt mal sagen. So, ja? Genau, aber es war trotzdem, ohne dass ich jetzt sofort benennen kann, was der Unterschied ist, hat es sich doch nochmal anders angefühlt als ein Mixtape. Weil wenn wir jetzt als Antilopengang ein Mixtape machen, dann, ich behaupte jetzt einfach mal, wir lassen dann auch so mehr Quatsch zu. Und das hatte ich jetzt beim Sampler gar nicht das Gefühl. Also jetzt mal abgesehen von diesem Ballermann-Song, der war schon eine Weile da. Aber dass es jetzt nicht so darum ging, so okay, wir schreiben jetzt mal schneller und wir hängen jetzt mal nicht zu lange an der Strophe, sondern die schreibt man jetzt mal runter, was so ein bisschen für mich so die Herangehensweise bei einem Mixtape wäre. Sondern wir haben schon versucht, wirklich gute Songs nebeneinander zu stellen, die man auf einem Album nicht so stringent in eine Reihe kriegen würde. So. Und bei Abwasser war das zum Beispiel schon anders, würdest du jetzt sagen, im Vergleich? Ja, würde ich schon sagen. Also zumindest von meiner Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob jetzt meine Bandkollegen das anders sehen, aber wir haben ja das Abwasser-Mixtape rausgebracht, letztes Jahr das Adrenochrom-Mixtape. Und die sind in einem sehr kurzen Zeitraum entstanden, wo man sich dann einfach so ein bisschen freier macht. So, also einfach dieses klassische Hip-Hop-Mixtape-Rangehensweise. Keine Ahnung, da landen, also auf Adrenochrom ist so ein Gaga-Song gelandet, den hasst Koi ja auch, wo ich irgendwie einfach nur so, keine Ahnung, dadaistisches Zeug erzähle. Ich treffe Kendrick Lamar und also auch so ganz schlechte Gags und frage ihn, ob er einen Lama hat oder irgendwie sowas. Oh Gott. Und sowas schreibt man dann halt so schnell runter und dann rappt man es schnell ein und dann ist es da und dann sagt man Mixtape, zack, drauf. So. Und eigentlich sind das Songs, also mitunter, da kommen dann auch sehr gute Songs raus, aber teilweise sind das wirklich Songs, die Welt nicht braucht. Das sind so Momentaufnahmen dann, finde ich. Und bei dem Sampler ist das jetzt einfach nicht so da. Nee. Genau, da sind, würde ich schon sagen, dass alle Songs irgendwie richtige Songs sind. So. Absolut. Ist der Beat von Antilopen Geldwäsche vom Titeltrack wirklich von 2004? Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, ja. Und wir können es aber auch nur festmachen am an den Infos vom Dateinamen. wirklich, Schuko ist der geilste, weil der halt wirklich einfach konsequent seit Jahren uns riesige Beat-Pakete schickt, jedes Mal, wenn man anklopft. So. Und wir haben uns auch schon recht oft mit ihm so über Musik unterhalten und haben dem irgendwann mal so erzählt, so, dass wir bis heute einfach eine sehr, sehr große Liebe für diese Zeit von hochgepitchten Vocal Samples und solchen Beats halt. So ein bisschen aus dieser Chipmunk-Soul. Chipmunk-Soul nennt man das, ja? Ja, auf jeden Fall. Da hat ein Kollege von mir, Julian Brümmers, Shoutout an der Stelle, der hat mal
eine Oral History darüber gemacht, wie diese Art von Beat überhaupt zustande gekommen ist. Mit Just Blaze und so hat er darüber gesprochen auch. Das packe ich mal in die Kommentare bzw. in die Shownotes unten und schicke dir das auch. Das ist wirklich sehr zu empfehlen, weil da so ein bisschen der Ursprung, weil es ist ja nochmal was anderes als so klassische Sample Beats, wenn das so hochgepitcht wird, wenn das eben sozusagen auch die Vocals wirklich Teil des Refrains oder Teil des Beats bleiben und verständlich bleiben auch dabei. Genau, Chipmunk Soul, ja. Geil. Ja, also ich liebe Chipmunk Soul. Das ist immer das Geilste. und dann hat er uns einfach wirklich, also wir haben ihm erzählt, Schuko, so hey, das finden wir nach wie vor geil irgendwie. Und dann hat er uns einfach so Dinger von seiner MPC von vor 15 Jahren, von vor über 15 Jahren in irgendeinen Ordner reingepackt. Und die lagen da auch schon eine Weile. Mhm. Und das kann man wirklich nur an der Datei erkennen. So, ja, das hier, es wurde zumindest 2004 rausgezogen. Wer weiß, wann er den dann wirklich gemacht hat. Vielleicht ist er sogar von 2003. Und Schuko hatte auch keine Spuren mehr davon. Er hatte einfach nur noch dieses eine Ding, was er aus der MPC rausgezogen hat. Und damit mussten wir irgendwie arbeiten. Das ist echt, große Freude. Und ich habe, ehrlich gesagt, sehr lange, also diesen Song gab es auch schon seit letztem Jahr irgendwann. Ich habe einerseits, also ich habe erst dagegen argumentiert, dass wir den überhaupt rausbringen, weil ich gesagt habe, ey Leute, das ist zu hängen geblieben. Kein Mensch versteht mehr, auf was das referiert. Das kann man nicht, das ist zu hängen geblieben. Ich will mich so nicht der Welt präsentieren. Und irgendwann habe ich eingesehen, okay, scheiße, das ist ein guter Song geworden. Na gut, dann bringen wir den halt raus. Und dann habe ich dagegen argumentiert, den als Single rauszubringen, weil ich so das Gefühl hatte, wenn man das jetzt den Leuten zeigt, so, und Singles sind ja immer so diese Statement-Songs, so, das sind wir, das ist ein Song, den finden wir geil. Und ich hatte da wieder das gleiche Gefühl, so, boah, ey, die müssen uns doch alle unfassbar hängen geblieben finden. Aber völlig unbegründete Angst jetzt im Nachhinein, die ich auch bescheuert finde, also wo ich auf mich drüber ärgere, dass ich dann da so Scheuklappen habe, weil den klassischen Antilopen-Fan interessiert jetzt, glaube ich, so das musikalische Grundgerüst oft nicht ganz so sehr wie der Inhalt. Und abgesehen davon voll viele Peilens, also nach was das klingt und finden es auch cool. So. Und eigentlich gab es nur ultra viel gutes Feedback. So. Und ich habe auch mit Schuko kurz gesprochen. Der meinte auch, dass er ganz, ganz viel geiles Feedback zu diesem geilen Chipmunk-Soul-Beat bekommt. Und ich bin jetzt doch ganz froh, dass wir den rausgekramt haben. Voll. Ich glaube, es funktioniert auch deshalb so gut, weil es halt gar keine Persiflage oder so sein will, sondern es ist halt, also, ne, es ist eine Reminiszenz eher, würde ich sagen. Ja, voll. Und ganz wichtig war mir, habe ich auch echt kontrolliert, als wir den aufgenommen haben, dass keiner von uns jetzt so in diese, oh mein Freund, in diese diesen Deutschrap, ja, ich glaube Hellrail inspirierten Jammer-Rap-Style verfällt, sondern damit es genau das nicht wird. Es soll keine Persiflage sein. So, und ist hoffentlich gelungen. Auf jeden Fall. Also ich finde, es funktioniert genau deshalb, weil ihr alle drei nicht in diese Art von Rappen verfallt, aber an den richtigen Stellen sozusagen klar macht, wo das herkommt. Also der Flow ist ja auch so ein bisschen, der hinkt so ein bisschen hinterher. Ja. Also da ist so verschoben, kann man auch sagen, glaube ich. Ich glaube, es hat Separate irgendwann auch mal gerappt. Ich weiß nicht, ob ich mich da sogar mit Colter auch schon mal drüber unterhalten habe, aber es gibt irgendeinen alten Separate-Song, auf dem rappt er auch. Ich bin so Ami-Rap oder ich bin so ignorant, mein Flow kommt 15 Sekunden verschoben oder so, weil es ja immer so hinter der Snare sozusagen der Reim erst fertig wird, ja. Und dann, ich weiß gar nicht, Daniel ist das doch, der auch noch an einer Stelle dieses ein Motorboot noch reinruft, so, ne? Für mich das Adlib des Jahres, muss ich sagen. Ohne Scheiß. Weil das auch so geil so, man rechnet so gar nicht mehr damit. Ja, genau, eben. Ein Motorboot. Colter hat mir auch erzählt, sorry, wenn ich ihn hier so oft ranziehe als Quelle meiner Recherche, aber wir haben natürlich auch ein bisschen privat über den Song gesprochen. Er hat gesagt, es haben auch tatsächlich ein paar Leute gesagt, dass sie den Beat auch schon mal hatten. Stimmt, also im Sinne von, dass Schuko den schon mal irgendwie, natürlich, wenn er von 2004 ist, hat er den sicherlich auch schon mal Leuten angeboten damals, aber ist halt nicht verwertet worden, ne? Nee, also teilweise weiß man sogar, wenn Schuko einen Beat schickt, an der Dateibenennung, dass der wohl schon mal woanders gelegen haben muss, weil der Beat-Titel relativ verräterisch ist. Bei dem weiß man es jetzt nicht. Aber ich meine, er lag seit 2004 bei ihm rum. Und der wird ja nicht einfach rumgelegen haben, er wird ihn Leuten angeboten haben. So, und, genau.
Dann, es gab irgendwo auf Instagram, glaube ich, einen Kommentar von Camp, der irgendwie war so, kenne ich noch, oder kenne ich von einer Beat-CD oder weiß ich nicht. Also er wird ihn wohl ganz konkret tatsächlich auch mal vorgeschlagen bekommen haben. Ich denke, viele haben den irgendwie vorliegen gehabt. Und warum der jetzt nicht unter die Haube gekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht wegen Sample-Problemen möglicherweise, aber das Label Antilopen-Geldwäsche scheut nichts. Wir haben das Sample natürlich geklärt. Ja, richtig. Ja. Ist das ein anderes Schreiben auf so ein Beat als zum Beispiel jetzt auf den NRK-Beat von deinem Solo-Song? Würde ich nicht sagen. Inwiefern meinst du? Meinst du? Naja, also wenn man. Vielleicht liegt es aber auch an allem, was mit dieser Art von Musik und dieser Zeit für mich verbunden ist. Wenn so ein Beat losgeht, das macht mir sofort gute Laune. Deswegen, man hört auch euch den Spaß an, den ihr dabei habt, das zu rappen. Das meine ich zumindest als Hörer irgendwie rauszuhören. Und nicht, dass man das bei jetzt zum Beispiel bei diesem DIY-CEO nicht hören würde. Aber das ist ja eine ganz andere Art von Stimmung, die damit einhergeht. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, vielleicht beflügelt einen das auch nochmal anders. Aber keine Ahnung, ich bin ja auch kein Rapper. Ja, das mag vielleicht, könnten die das andere Rapper so bestätigen. Allerdings ist Schreiben für mich immer ein recht schwieriger, mitunter krampfiger Prozess, wo ich einfach nur froh bin, wenn ich es geschafft habe. Und das, da ist die musikalische Unterlage eigentlich nicht ausschlaggebend so. Und ich hatte auch eben drüber nachgedacht, als du meintest, ihr liegt alle so leicht dahinter irgendwie. Und dachte ich noch so, ja, aber das passiert einfach, ohne dass man drüber nachdenkt. So. Und auch auf so ein Innerkabit bin ich jetzt nicht durchs Zimmer und habe so mir Flows zurecht gemumbelt, bis ich wusste, wie ich das rappe, sondern ich setze mich schon direkt an mein Textdokument und fange an zu tippen und das entsteht eher in Gedanken dann so. Und ja, also wahrscheinlich, wenn ich beginne, habe ich auch noch so ein genau dieses Feeling, was du meinst, aber das geht dann relativ schnell weg, so nach ein paar Zeilen kämpfe ich mich dann einfach nur noch so durch den Part durch und dann kommt das wahrscheinlich eher erst wieder, wenn ich es einrappe, dass man dann halt diese Inbrunst spürt, ins Mic reinbringt, ja. Okay, das heißt, es ist schon Arbeit auf eine Art. Ja, für mich immer. Also ich schreibe wirklich nicht gerne Texte. Es unterscheidet mich auch von meinen Antilopen-Kollegen. Die schreiben beide sehr gerne. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch, also bei Kolja ganz sicherlich, ist das seine liebste Arbeit, würde ich vermuten, als musikmachender Rapper. Bei Daniel kommt wahrscheinlich noch das Komponieren hinzu, aber ich finde Texte schreiben ganz, ganz, ganz anstrengend. So, es ist, ich setze mich jedes Mal davor und denke mir, boah, hoffentlich wird es gut und bin froh, wenn es gut wird und ich schiebe das auch gerne lange vor mir her. Ich bin immer der Letzte bei der Antilopengang, der noch Parts anliefert. Bei allen Alben so, also irgendwann, wenn so ein Album-Grundgerüst bei uns steht und schon so klar ist, die und die Songs kommen drauf, gibt es immer noch 3-4 Songs, wo mein Part fehlt, der so ganz am Ende erst kommt. So. Ja. Das ist, nehme ich jetzt mal an, auch der Grund, dass du so lange keinen Solo-Song geschrieben hast, ja? Weil es ist ja auch immer von Vorteil, wenn du noch weißt, dass jemand anders noch einen 16er beisteuern wird, den du nicht schreiben musst. Ja, absolut. Also, ich bin wirklich, was das angeht, so absoluter Teamplayer. So, ich finde auch die Vorstellung, irgendwie selbst einen Song mit 3 Strophen zu schreiben, super anstrengend. Also, es ist irgendwie viel bequemer, einen pointierten 12er oder 16er zu schreiben, als einen ganzen Song. So, das ist für mich gar keine schöne Vorstellung. Und deswegen habe ich auch, also das ist ja wirklich, ne, also dieser DIY-CEO-Song ist mein erster Solo-Song seit 2005 oder 2006 oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Wenn man jetzt mal absieht von so Spaß-Songs, die ich zwischendurch gemacht habe, wo ich dann einfach irgendeinen Quatsch gemacht habe. Ja, irgendwie, das ist für mich, also das ist ein ganz schöner Brocken,
Also einfach, da ist ein riesiger Brocken vor mir, der muss irgendwie weg und das ist Arbeit und deswegen mache ich das nicht so gerne. Aber ich umso stolzer bin ich, wenn der Brocken weg ist, so, ne? Aber dieses Klischee des Rappers, der so bei Kerzenschein da sitzt und sich was von der Seele weg erzählen muss, das fülle ich echt zu 0%. So. Verstehe. Ich finde aber gleich, also faszinierend daran, dass man das nicht hört. Ich würde sogar sagen, wenn man sich so die Releases nacheinander weg anhört, habe ich zumindest persönlich das Empfinden, würde mich aber interessieren, wie du das selber auch siehst, dass du ein immer besserer Rapper geworden bist. Also, ja. Würde ich auch so sagen. Ist natürlich so unangenehm, sich so selbst zu loben, aber fällt mir selbst deutlich auf, wie ich in den letzten Jahren immer besser geworden bin. Und ich habe da ja auch Freude dran. Ne? Das klingt ganz furchtbar, wenn ich sage, das ist alles Arbeit und ich hasse das und es macht mir keinen Spaß. Aber ich bin ja auch super ehrgeizig dabei. So. Und wenn ich das Gefühl hätte, man würde es den Parts oder dem, was ich schreibe, am Ende anhören, dass das so ein Krampf ist, wie es ist, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber wenn es fertig geschrieben ist und ich nehme es auf, dann bin ich auch furchtbar stolz drauf. Und ich habe ja auch einen Anspruch daran, dass ich irgendwie Sachen erzähle, die interessant sind und nicht nur scheiße und dass es gut gerappt ist. Und ich glaube, da habe ich auch einen höheren Anspruch als meine Bandkollegen, ehrlich gesagt. Und ich interessiere mich auch dafür, was machen denn andere gerade so? Und ich schaue noch viel, viel mehr als meine Bandkollegen, was passiert eigentlich so gerade im Rap? Und probiere mich dann auch gerne mal aus einfach. Also, ich glaube, dadurch ist es auch unter anderem immer besser geworden. Einfach, ich bin nicht so altersmüde geworden, ohne das jetzt meinen Bandkollegen unterstellen zu wollen, sondern ich will schon irgendwie besser werden und am Ball bleiben. So. Und das Feedback um mich rum sagt mir schon, dass mir das irgendwie auch gelingt. So. Mhm, definitiv. Ich merke auch bei mir zum Beispiel, ich lese nicht mehr so viel wie früher. Also als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich noch viel mehr gelesen. Auch was KollegInnen schreiben zum Beispiel, aber auch Romane oder ältere Texte, musikjournalistische Texte. Und ich würde auch behaupten, dass zumindest ich selbst merke, dass ich das nicht mehr tue. Also man bleibt schreiberisch dann an irgendeinem Punkt stehen oder in seiner Ausdrucksweise auf eine Art. Ja, das kann immer noch vollkommen in Ordnung sein. Ja. Aber wenn ich eigene Texte von vor 10 Jahren mit Texten von heute vergleiche, dann denke ich oftmals, solltest du mal wieder ein bisschen mehr lesen. Einfach also ich meine, es gibt ja jetzt, im journalistischen oder im journalistischen Schreiben oder als Autor gibt es, glaube ich, jetzt ja nicht so, sagen wir mal, so einen Zeitgeist, wie es denn jetzt beim Rap irgendwie vielleicht gibt. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, echt von Vorteil. Einfach eben sich viel angucken, anhören, was andere Menschen machen, das dann imitieren und daraus sozusagen dann eben irgendwie was Eigenes entwickeln. So funktioniert das ja meistens. Ja, voll. Würdest du sagen, du bist auch ein besserer Produzent geworden im Laufe der Jahre? Also da habe ich definitiv nicht so große Sprünge gemacht, glaube ich, wie beim Rappen. Mhm. Aber es gab schon jetzt so Anfang letzten Jahres, kommt die Folge noch dieses Jahr? Weil ich sage immer letztes Jahr. Ja. Okay. Als so die Corona allen so eine Bremse reingedrückt hat, gab es einen Moment, wann war das eigentlich? Wahrscheinlich bevor dieser ganze Trubel um das Danger Dan Album losging, wo ich relativ viel angefangen habe zu produzieren. Und da habe ich dann auch ganz schnell Sprünge wahrgenommen, sodass es irgendwie, dass es besser klingt und dass geilere Sachen rauskommen, weil ich einfach echt viel gemacht habe. Und sonst habe ich so im Jahr 10 bis 20 Beats gebaut und da war dann so wenn man Glück hat, 2 Treffer dabei. Und da habe ich dann in einem relativ kurzen Zeitraum so 40 bestimmt gemacht und da waren dann auch entsprechend mehr Treffer dabei und ich habe so gemerkt, es wird besser. Aber das ist so ein Ding, das würde ich voll gerne viel, viel mehr machen. Also da habe ich echt so seit Jahren eigentlich eine Sehnsucht, dass ich das noch ausbaue, so das Produzieren, weil mir das unheimlich Spaß macht. Und das ist bei mir auch im Gegensatz zum Schreiben, gehe ich da nicht mit so einem riesen Respekt dran. Also ich setze mich nicht vor Logic so und denke mir, oh, hoffentlich wird's gut,
sondern es macht einfach Spaß. So, und wenn es scheiße wird, ist okay, weil das ist bei mir halt so. Ich habe nicht so eine hohe Trefferquote beim Beatmachen, das akzeptiere ich auch. Ja. Und das macht mir einfach Bock und würde ich gerne viel, viel mehr machen. Und also aus dieser Phase, die ich da hatte letztes Jahr, wo ich so viel gemacht habe, ist jetzt auch relativ viel auf dem Sampler gelandet. Also zum Beispiel das Ding, was wir mit ZM gemacht haben, das habe ich komplett produziert und bin ich auch recht stolz drauf. Ich finde es so eines der besten Dinger, die ich die letzten Jahre so gemacht habe, auf jeden Fall. Mhm. Schön. Ich habe gelesen, es gibt auch einige Menschen, die wünschen sich aber von dir kein Solo-Release. Also ich werde dich jetzt auch nicht danach fragen, weil wir haben jetzt ja schon gehört, wo da sozusagen die Schwierigkeiten liegen. Also du weißt einfach noch nicht, wann das kommt. Ne? Ich frage dich jetzt doch. Mann, es ist ja seit Jahren der Running Gag, so wo bleibt Panikpanzer-Solo-Album? Und es ist ja nicht so, dass ich das mir nicht selber wünsche. Ne? Und ich hab's in meinem Kopf schon vor Jahren runtergekürzt auf ein EP-Format, weil das ist viel realistischer, dass ich das irgendwann mal schaffe, als dass ich wirklich ein ganzes Album schaffen würde. Abgesehen davon mag ich das EP-Format voll gerne, weil ich finde, ja, irgendwie so, ich mag das, wenn man auf so ein paar Songs irgendwie den Kern zusammenbringt und das nicht zu sehr irgendwie ausweitet. Ich habe keine Ahnung. Das steht auf jeden Fall so auf meiner Live-Bucket-List. Bevor ich ins Grab gehe, schaffe ich das hoffentlich noch. Und einfach, ne, ich habe so viel um die Ohren und das hat sich einfach auch nochmal sehr potenziert dieses Jahr, weil ich halt immer an allen Fronten alles machen will und ich bin jetzt bei uns, ich bin ein Rapper und ich produziere und würde gerne mehr produzieren und jetzt betreibe ich irgendwie auch noch so halbwegs das Label und jetzt werden wir auch ab nächstem Jahr uns selbst managen und da bin ich auch an vorderster Front tätig so und keine Ahnung, wo ich da irgendwie jetzt klar das noch reinschieben soll, aber irgendwann wird es passieren, da bin ich irgendwie doch noch zuversichtlich so, wenn es dann so keinen Menschen mehr interessiert. Genau. Dann werde ich trotzdem noch mit dir drüber sprechen. Das verspreche ich dir an dieser Stelle. Geil. Aber es gibt auch Leute, die wünschen sich nicht nur dieses Album, sondern auch eine Radiosendung von dir. So eine Art Morningshow, habe ich gelesen. Was? Also, ja, es gibt Menschen, die über eure Radiosendung oder unter eure Radiosendung Kommentare schreiben. Ja, Feindsender Fiasko, ne? Die läuft ja bei Radio Fritz. Und da habe ich immer mal wieder, also ich habe so ein bisschen im Archiv auch nachgeguckt und da gibt es immer wieder Leute, die sagen, dass sie sich ganz toll vorstellen könnten, dich mit Co-Moderatorin, Co-Moderator in einer Radioshow, in einer morgendlichen wirklich? Oder täglichen. Habe ich noch, ja. Hab ich noch nie gelesen. Freut mich aber. Mir macht das ja auch Spaß. Also die Sendung ist auch anstrengend. Wir wurschteln uns da immer so durch so und irgendwann merkt man so, okay, was erzählen wir denn jetzt? Weil die ist zu so einem halben so scheiße Gespräch-Podcast verkommen irgendwie. Aber könnte ich mir vorstellen. Ich hatte auch neulich hat Fettoni mich in seine Radiosendung eingeladen, in die Fettoni-Show. Und da gab es ganz, ganz liebes Feedback auch in der Art danach irgendwie, dass Leute meinten, ey, ihr seid ja voll das gute Moderatoren-Duo. Ist auch etwas, wo ich mich eigentlich recht wohl mitfühle. Einfach in so ein Mikro reinsäuseln. Und ich merke auch sofort, wenn so ein Mikro vor mir steht, dass ich so, es ist Feindsender-Fiasko, die monatliche Radiosendung mit der Antilopen-Gang. Und direkt in diese Melodie reinkomme, finde ich, könnte ich mir vorstellen, aber auch hier eine Frage von Zeit, die ich nicht habe. Falls jemand mir Zeit schenken kann, kann er sich gerne melden. Würde ich mehr Zeitkontingent in meinem Leben, das bräuchte ich. Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich glaube aber bei so einer Morningshow, also mutmaßlich jetzt gerade, hätte man auf jeden Fall den Vorteil, dass man die Musik nicht auch noch selber raussuchen muss, oder? Also ich weiß es nicht genau, aber das macht ihr ja. Also bei der Sendung, die ist ja, die geht 2 Stunden und die Hälfte davon ist Musik. Das heißt, da müssen immer, weiß ich nicht, 10, 20 oder 10, 15 Titel sozusagen rausgesucht werden, sich Geschichten dazu überlegt werden. Und wenn man jetzt so eine Sendung von 6 Uhr bis 12 Uhr fährt, sage ich jetzt mal, da kommen dreimal die gleichen Songs und das sind eigentlich auch die in der Woche davor kamen. Aber ich glaube, mir wird es dann schwerfallen, wenn ich die Musik nicht selber auswähle,
mich bei Musik, die ich nicht mag, zurückzuhalten. Also ich glaube, dann müsste ich das auch immer kommentieren. Ich weiß nicht, ob das dann noch jemand hören will. Wenn ich dann immer so, das stimmt. Richtig, gar kein gutes Stück Musik, was der Ed Sheeran hier da schon wieder uns hingelegt hat. Das versaut mir jetzt mal direkt die Laune morgens. Das ist aber wirklich auch der Trugschluss, finde ich. Ich mache ja auch mit Moses diesen Podcast alle 3 Wochen und wir haben da eine Playlist zu, wo wir jeder immer 3 oder 4 Songs draufpacken. Und allein das ist schon schwierig für mich, mich da festzulegen. Und man denkt halt auch immer so, ja geil, Radiosendung über Musik quatschen und so weiter und so fort. Aber irgendwann, das wird halt auch wieder Arbeit ab einem gewissen Punkt, muss voll man einfach sagen. Ja. Aber ja, für dich soll es ja easy sein. Das ist ja dein täglich Brot, dich damit zu beschäftigen. Ja eben, aber deswegen merke ich halt auch, dass es immer so Phasen gibt, in denen ich mich auch ein bisschen rausziehe, weil, ne, ich meine, ich habe mal irgendwann angefangen, mich mit Musik auseinanderzusetzen, weil mir das sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, an dem man damit Geld verdient und das wird schon mal schwierig, das wirst du ja vielleicht auch ein bisschen kennen, wenn auf einmal das, was man sozusagen immer aus dem Herzen gemacht hat, auf einmal auch dafür da ist, um die Miete zu bezahlen und so weiter und so fort. Und da musste ich erstmal mit klarkommen und um das sozusagen, um da wieder so ein bisschen Spaß reinzubringen auch und eben nicht abends mit Kopfschmerzen vor dem Schreibtisch zu sitzen, versuche ich mich da immer so ein bisschen rauszunehmen und dann längere Zeit mich nicht damit zu beschäftigen. Aber es klappt immer nur so mäßig, ehrlich gesagt, weil ich merke dann doch in Gesprächen mit anderen Menschen, dass ich doch immer noch mehr kenne. Ich sage nicht mehr Bescheid weiß, aber dass ich doch immer noch alles, was ich eigentlich mir nicht angucken will, mir dann doch angucke halt, ja. Insofern, keine Ahnung. Aber dieses Jahr hatte ich zum Beispiel auch das Gefühl, dass ich mich wieder ehrlicher und aufrichtiger für Musik interessiert habe. Und gar nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste das jetzt alles kennen, sondern weil ich es wirklich vieles auch einfach interessant fand und wirklich auch gut fand. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Also ich wünschte, ich käme da wieder hin, weil ich, ich habe gemerkt, dass ich neue Musik entdecken und finden und anhören, fühlt sich für mich hat sich für mich immer mehr wie Arbeit angefühlt. Und ich arbeite dann so, ich arbeite diese algorithmischen Playlists, die dann einem zweimal die Woche vorgelegt werden, ab. So, und dann mache ich ein paar Herzchen, wenn mir irgendwas gefällt, was nicht mehr ganz so oft wie früher passiert. Und aber dieses Gefühl, mit dem man mal an Musik rangegangen ist, das ist, hat sich ganz stark verändert und das gefällt mir überhaupt nicht irgendwie. Weil es auch viel mit so einem Dranbleiben zu tun hat. Und ich finde, das ist eigentlich keine schöne Form, irgendwie Musik zu entdecken, wenn es immer nur so ums Hinterherhetzen geht, so was passiert jetzt und es kommt ja auch so unheimlich viel. Und das würde ich mir gerne, also irgendwie würde ich, ich habe jetzt noch keinen konkreten Plan, wie ich es tue, aber irgendwie muss ich wieder anders Musik hören, so, weil, es kommt ja auch immer voll drauf an, in welcher Situation, mit wem zusammen oder wie ist das drumherum, das beeinflusst ja voll, wie du Musik wahrnimmst. Und ich habe ganz oft so einen Punkt gehabt, wo ich Musik gehört habe mit jemand anderem zusammen und mir dachte, boah, das ist ja geil, das ist ja richtig Hammer, was ich vorher schon mal von einem Algorithmus vorgelegt bekommen habe, aber da saß ich so an meinem kalten, tristen Schreibtisch und da hast du ja auch nicht diesen Vibe und dann klickst du das halt weiter und denkst, ja, gefällt mir nicht, weiter. Also man hört das so ganz technisch irgendwie und das ist keine gute Art, Musik zu hören und das werde ich ändern. Vielleicht muss ich irgendwie so einen Musikhörstammtisch einberufen oder irgendwie sowas. Das finde ich auch eine gute Idee, weil ich kann es total nachvollziehen. Ich habe das auch mit ein paar Songs dieses Jahr auch wieder gehabt, die ich mit anderen Leuten zusammen gehört habe und es hat sich gleich viel besser angehört. Gleichzeitig ist aber auch genau das bei mir ein Problem. Über Rap rede ich immer mit allen oder mit vielen meiner Freunde so. Und da geht es halt auch immer um Meinung die ganze Zeit. Wie findet man das? Wie findet man das? Findet man das gut? Warum findet man das gut? Warum findet man das schlecht? Und deswegen, jetzt wo du gerade das so erzählt hast, ist mir aufgefallen, ich höre andere Musik, also ich höre viel mehr andere Musik als Rap mittlerweile. Also so gerade so elektronische Sachen, die auch keine Sau interessieren eigentlich. So, keine Ahnung, Lo-Fi House, Mall Grab und was weiß ich nicht noch alles. Und das ist aber Musik, interessanterweise,
bei der mich überhaupt nicht interessiert, wer die macht und warum er die macht. Also da gucke ich mir keine Interviews zu an, ich lese mir nichts durch. Oft gibt es auch sehr, sehr wenig dazu. Und auch wichtig, ich höre das alleine. Und da ist es aber gut, dass ich es alleine höre, weil das ist meine Musik. Mhm. Die muss ich nicht mit irgendjemandem teilen und dazu irgendwie eine Meinung entwickeln, die ich dann auch noch verbalisieren muss. Das wird mir aber auch jetzt in diesem Moment gerade erst klar. Also meine meistgespielten KünstlerInnen dieses Jahr waren auf jeden Fall eher elektronische Musik ohne Text, Gesang, was auch immer, weil ich es gut beim Schreiben hören kann und weil ich einfach auch mit niemandem darüber fachsimpeln muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen Urlaub für die Ohren. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich höre auch gar nicht so selten einfach irgendwie Techno. Also so zu, also ja. Ich kenne mich gar nicht damit aus, muss ich sagen. Ja, weil ja. Ich habe mich da auch nie reingenördet. Und wahrscheinlich würde jetzt jeder Fan und Kenner von elektronischer Musik sagen, der sagt einfach Techno, das ist doch dies und das. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mir in meinem Leben über den Weg gelaufen sind. Das ist Stefan Bozin tatsächlich, oder Bozin, ich weiß gar nicht, wie man sagt. Und Buka Shade ist mir irgendwann mal über den Weg gelaufen und so Sachen. Mhm. Und ich kann das alles gar nicht einordnen. Ich weiß nicht, was das für ein Genre ist. Ich weiß nicht, ob das cool ist oder nicht. Ist mir auch egal. Es ist mir irgendwann über den Weg gelaufen. Mhm. Ich mag es und ich höre das wirklich ganz gerne ab und zu, weil das irgendwie, und das ist dann auch so mein Ding. Da muss man sich nicht mit beschäftigen. Ich habe auch gar kein Interesse, Interviews zu lesen, das einzuordnen, damit zu nerden, sondern das begibt mich einfach in so einen guten Vibe, in dem ich entweder abschalten kann oder auch arbeiten kann. Eigentlich, also beides geht ganz gut damit so. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Hast du trotzdem Rap gehört dieses Jahr, von dem du sagst, den findest du gut? Du hast neulich bei Feind Sender Fiasco gesagt, dass du müde von Erfolgsrap bist, auf jeden Fall. Deswegen wird es wahrscheinlich schon schwierig, da was zu benennen. Rap-mäßig, boah. Ja, ja. Ey, es ist wirklich, naja, ich meine, das Thema Erfolgsrap ist ja auch durch. Boah, ist das schwierig gerade. Ich habe halt, ja, eher letztes Jahr bin ich viel zu spät auf Juice WRLD gestoßen. Da war er schon lange tot und irgendwie hatte ich dann so eine miese Juice WRLD-Phase, wo ich mich da einmal komplett durchgehört habe. Was immer gut ist, das habe ich nämlich nur noch ganz selten, dieses ich entdecke was und will alles hören und da voll einmal mich so durchhören, das habe ich wirklich super selten nur noch. Aber die Juice WRLD-Phase ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Ich finde auf jeden Fall auch voll interessant, was so an neuen Sachen in Deutschland aufploppt, wobei ich das jetzt auch nicht so mega viel pumpe, aber ich finde auf jeden Fall, was Logatti und Nein machen, super interessant und freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie was höre. Voll. Ja, aber es ist, boah, und jetzt auch so ein bisschen zu spät für mich entdeckt, Lil Nas X, mag ich auch super gerne. Und Doja Cat auch, also in dem Kontext irgendwie auch viel zu spät für mich entdeckt. Aber es ist nicht mehr so furchtbar viel tatsächlich, wo ich dann so richtig drin aufgehe. Ja. Voll, aber ja, die kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Lugardi und Nein, definitiv auch. Ich finde auch Bolo Boys sehr gut. Also so Mako, Too Broke for Fiji. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich kenne es und ich wollte schon immer mal so reinhören richtig. Die haben, glaube ich, auch so sehr sympathische Pressebilder und sehen da irgendwie die nett drauf. Die sind, glaube ich, einfach sehr, sehr sympathische junge Herren. Aber ich kann, ich habe es gar nicht gehört bisher. Ich kann gar nichts dazu sagen, leider. Ja. Doch, sehr guter, sehr entspannter, sehr melodiöser Skate-Rap, der gar nicht so viel will. Und das ist irgendwie, finde ich, nice. Ja, so. Voll. Bin tatsächlich, glaube ich, auch irgendwann mal auf die gestoßen, wegen dem Song mit Lugardi, den Mako und Too Broke for Fiji mit dem gemacht haben. Ich glaube, der kam dieses oder letztes Jahr, glaube ich, raus. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Ansonsten, kennst du Nali aus Berlin? Sag mir nichts. Der hat jetzt ein Album gemacht mit Samon Kawamura, der viel mit Max Herre gemacht hat. Der war ja Teil von diesem Kahedi-Trio. Und die beiden haben ein Album zusammen gemacht. Der Nali, der ist der Bruder von diesem Xaver, der auch auf einer von diesen New Wave-Rappern ist, aber der rappt halt nicht so wie, keine Ahnung, also Nali rappt nicht so wie Kasimir oder wie Paschanim oder so, sondern es ist schon, sagen wir mal, eher so, traditionell klingt jetzt auch falsch, aber sagen wir mal eher so, wie man früher gerappt hat, ja? Mhm. Und dementsprechend ist das Album jetzt, Asche heißt das ist auch eher in so einer
Boom-Bap-Tradition, aber klingt schon auch sehr nach Griselda, nach Westside Gunn und sowas alles. Also sehr auf Höhe der Zeit. Aber ich finde, die Art und Weise, wie er rappt, ist doch sehr auf eine gute Weise im Damals verortet. Das ist auch sehr, sehr gut geworden, finde ich. Interessiert leider viel zu wenige Menschen. Deswegen möchte ich es an dieser Stelle auch nochmal prominent hervorheben. Ich werde es auf jeden Fall anhören. Übrigens, obwohl du es gerade sagst, auch ich weiß nicht, wie lange es Griselda schon gibt, so, oder wie lange das so, wann das aufgeploppt ist. Aber das war auch sowas. Das hat Roman mir im Studio gezeigt, als wir, ich glaube, als wir das Danger Dan-Album gemischt haben oder als wir den Sampler gemischt haben. Aber irgendwann dieses Jahr wird es gewesen sein. Und da hatte ich dann auch so eine starke Griselda-Woche, würde ich sagen, in der ich mich da so einmal durchgehört habe. Und es ist eine Westside Gun-Woche. Das finde ich auch geil auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich bin aber immer noch dabei, eine Playlist mit den besten Songs zusammenzustellen. Aber da ist es auch so, da kommen auch so viele Alben raus, gefühlt jede Woche, dass ich einfach nicht hinterherkomme, da jetzt noch so ein Best-of draus zu machen irgendwie. Ja. Das ist einfach ein großes Leid alles miteinander. Aber es ist gut, dass wir jetzt nach hinten raus hier noch so einen Jahresrückblick irgendwie auch mit dran geheftet haben. Wie sieht denn das eigentlich aus? Das Konzert zum Album, das ist ja nun leider auch, zum Sampler, Entschuldigung, ist ja leider jetzt auch quasi gestrichen worden, ne? Das ist gestrichen worden. Wann kommt die Folge hier raus? Also so 2 Tage vor Release, also in einer Woche eigentlich. Also was ist denn heute, der 5.? Ja, der 22. so. Ich weiß nicht, wie prognostiziert oder wie sagt man prognostisch, also wie viel Prognose klingt gut. An dieser Stelle schon wagen sollte für die zahlreichen Konzerte, die wir zwischen Januar und April spielen wollten, aber für mich sieht es auch da mitunter teilweise recht finster aus, muss ich sagen. Ist echt anstrengend. Ich will jetzt nicht in dieses klassische Corona kotzt so an Gespräch verfallen, aber Corona kotzt so an, Mann. Wir haben angefangen, auch einfach die Songs vom Sampler zu proben schon für live, und es hat so unfassbar Bock gemacht und ich hätte so Lust, die auf die Bühne zu bringen, und ich kann es echt kaum erwarten, wenn das wieder losgeht endlich. Das finde ich nämlich das Schönste, da waren wir eben ganz kurz, wo ich so gesagt habe, das Schreiben für mich eigentlich das Schlimmste am Rapper-Dasein ist. Das Auftreten ist das Schönste. Das liebe ich am allermeisten. So. Und deswegen, es muss schnell wiederkommen. Auf jeden Fall. Deswegen, ihr lieben Menschen, lasst euch bitte alle impfen und boostern und gebt fein Acht, weil sonst wird das nix. True. Es war übrigens, glaube ich, bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war das erste Interview, was ich in meinem Leben geführt habe. Alleine. Wie? Ich glaube, es gab... Wirklich? Ja. Also, es war jetzt auch kein Interview, es war ein Podcast, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich kann mich nicht erinnern, schon mal alleine irgendwie einen Podcast oder ein Interview gemacht zu haben. Aber vielleicht lüge ich auch, aber ich glaube schon. Ja, wobei, doch, das kann gut sein. Ich habe mir natürlich auch mich ein bisschen vorbereitet. Das war wahrscheinlich schwer. Nein, es war überhaupt nicht schwer, sondern im Gegenteil. Ich habe halt gemerkt, du hast noch nie, zumindest habe ich keins gefunden, kein Interview alleine gegeben, sondern immer entweder mit deinem Bruder oder in der Konstellation zu dritt oder auch mit Kolja zusammen. Ich habe auch erst überlegt, ob wir so einen Ritt durch deine komplette Biografie machen sollen, aber dann habe ich gedacht, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, oder es wurde an anderer Stelle auch schon ein paar Mal besprochen. Ja. Außerdem gab es gerade eine sehr, sehr schöne Kurzstreckenfolge von dir und deinem Bruder mit Pierre M. Krause, die ich den Menschen, die es bis hierhin geschafft haben, sehr ans Herz legen möchte, weil ich fand es zwar wirklich sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr interessant. Und deswegen, wenn ihr mehr über den Mann Panik Panzer erfahren wollt, dann guckt euch das doch an. Voll gerne. Ich fand das auch gut. Kann ich auch empfehlen. Wunderbar. Sehr schön. Tobi, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war ein schönes Gespräch. Trotz Absagen von Live-Konzerten, Tour etc. pp. Wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit dem Sampler. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.